Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weihnachtlichen Folge Craft Attack hier auf dem Craft Attack Staffel 8 Server. Es ist soweit, Weihnachten steht vor der Tür, es ist der 24. Dezember, der schöne heilige Abend und da heute Grund zur Bescherung, zur Freude, zu einer schönen Zeit mit der Familie ist, möchte ich die Folge heute auch damit beginnen bzw. gestalten, dass wir... Heute Geschenke verteilen für, ich glaube, 15 ausgewählte Teilnehmer, die ihr im letzten Livestream aussuchen konntet. Wir haben hier einen wunderschönen wunder Weihnachtsbaum, den der liebe Kroko und ich glaube, der Carscrafter gebaut haben. Und was hier unter dem Weihnachtsbaum noch fehlt und morgen am Heiligabend, wenn ihr die Folge seht, noch besonders gut aussieht, da die Kisten durch Geschenke ersetzt werden. Hier sind natürlich die Geschenke, die man alljährlich unter dem Weihnachtsbaum findet. Da die Geschenke noch nicht fertig sind, möchte ich euch heute mitnehmen, ein wenig über Weihnachten reden, ein wenig das Jahr Revue passieren lassen, nochmal Danke sagen und in der Zwischenzeit möglichst viele süße Leckereien, nützliche Items, Diamanten, Emeralds besorgen, die wir für die 15 Kandidaten in die jeweiligen Kisten tun können. Wir sind jetzt hier in der Basis angekommen und wir sehen schon, das sind die glücklichen Kandidaten, die ihr ausgesucht habt für Geschenke hier auf dem Server. Das ist der Fabo, der Revi, der Kroko, der Joseph, Spark, Klimp, Locke, Rotpilzdener, der Ork, Das heißt, der Ork kriegt auch noch ein besonderes Geschenk, den müssen wir nochmal überlegen, was es wird. Basti GRG, Basti zockt Sinus, Debi und Cast sowie g -Time. Und für die Kandidaten wollen wir heute. Wunderbare Geschenke zusammenstellen und die dann zum Schluss mit ein paar netten abschließenden Worten unter dem Weihnachtsbaum stellen und ihr könnt ganz entspannt euch zurücklegen, jetzt hier am heiligen Abend die Zeit genießen, bis es Bescherung ist und vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünscht oder je nachdem, wann ihr die Folge schaut, bekommen habt. Wir haben also jetzt hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nicht 15, sondern 16 Geschenke. Und wir brauchen als erstes natürlich Kekse, denen wir den netten Kandidaten hier schenken können. Damit wir die Kekse besorgen können, hatten wir im gestrigen Livestream schon mal einiges vorbereitet. Und zwar hatten wir uns einige Villager geholt, mit denen wir ja super, super, super easy große Mengen an Emeralds traden können und die Emeralds nehmen wir hier natürlich dankbar mit und kaufen die gleich gegen Naschereien und Süßigkeiten ein, die wir dann hier auf dem Server verschenken können. Ihr seht, das geht überall recht einfach, wir haben ja unsere große automatische Melonen- und Kürbisfarm angeschlossen und diese ganzen Items, die wir damit automatisiert gefarmt haben, würde ich jetzt erstmal nehmen. Und in ganz, ganz viele leckere Emeralds umwandeln. Und diese Emeralds, die wir dadurch dann letzten Endes bekommen, nehmen wir, tauschen die gegen Kekse und leckeren Kürbiskuchen ein. Ich denke mal, das sind ganz typische Weihnachtsgerichte, die wir dann schon mal in die Boxen tun. Ansonsten habe ich noch eine Menge vor. Wir haben eine Menge Dias, die wir verwenden wollen. Ich wollte ein paar Dias in jede Kiste tun. Dann würde ich sehr gerne... Noch ein nützliches Tool wie eine Spitzhacke bei jedem reintun. Wir schauen mal, was wir da so zusammenbekommen. Ich würde sagen, ich kümmere mich aber als erstes mal um die Leckereien, sodass jeder ein paar Kekse, ein paar leckere Kürbiskuchen kriegt. Und während ich jetzt hier fleißig farme, könnt ihr mal die Kommentare nutzen, um zu schreiben, was es bei euch so Leckeres an Heiligabend bzw. an den Weihnachtsfeiertagen zu essen gibt. Die fleißigen Helferlein waren jetzt hier ganz fleißig am Traden. Also, ich war jetzt hier ungefähr zwei Stunden am Traden und habe jetzt einiges, einiges zusammengestellt, was ich euch zeigen möchte. Die 16 Kisten sind jetzt erstmal gleich ausgestattet und so sieht bisher der bunte Weihnachtsmix aus. Wir haben ein paar Emerald-Blöcke hier jeweils in der Mitte, um dem nochmal eine interessante Optik zu geben. Emeralds kann zudem, glaube ich, jeder gebrauchen. Zu denen gibt es dann leckere Cookies etwas Kuchen bzw. Pumpkin Pie, dann normalen Kuchen und ein paar Äpfel, damit auch was Gesundes dabei ist. Und ihr seht, wir haben jetzt noch pro Kiste hier jeweils drei Slots frei, welche wir füllen wollen. Ich würde alle Kisten jetzt mit dem gleichen Inhalt füllen, damit das ein bisschen gerecht ist und wir tatsächlich auch ein bisschen einfacher vorgehen können. Und zwar ist es so, dass ich überall verzauberte Diamant-Spitzhacken reintun möchte. Die kann man immer gut gebrauchen, denke ich. Und wenn wir die auf einer optimalen Verzauberung haben, ist das durchaus auch keine schlechte Sache. Eine Ausnahme wird es in diesem Fall geben und zwar ist das für den Ork. Die anderen Holzsachen kann ich hier mal kurz in die andere Kiste reintun. Und zwar wird er keine Diamantspitzhacke kriegen, sondern... Der Kroko kriegt ja schon eine, sondern der Ork kriegt ganz viele Crafting Table. Ich weiß nicht, ob der Kroko den Hinweis da verstehen wird oder nicht. Die Idee beim Ork ist aber die: Es gibt in Minecraft Mystery so einen schönen Haufen mit so brennenden Sachen von dem Ork-Lager. Und ich fand das Bauobjekt da mit den Crafting Tables ganz nice. Mal schauen, ob der Kroko eventuell den Hinweis versteht und davon dann doch irgendwie mit dem Ork nochmal irgendwo ein Lager aufschlägt. Das würde mich freuen. Deswegen gibt es bei ihm hier Crafting Table. Bei den anderen Spielern soll es, wie gesagt, Diamant. Einen Spitzhacken geben. Ich muss nochmal unbedingt zurück dann zu unseren alten Villagern in der alten Basis. Die Bücher habe ich jetzt schon zusammengetradet getradet bzw. gekauft und wir sehen, wir haben jetzt hier für alle Teilnehmer sogar ein zu viel tatsächlich, eine Diamantspitzhacke, die wir jeweils mit Unbreaking, Efficiency 5 und Mending versorgen können. Das heißt, das sind schon ziemlich gute. Das Einzige, was jetzt hier noch fehlt, wäre theoretisch eine vierte Verzauberung, wie Fortune oder, oder Silk Touch. Die können die Spieler aber dann nach Belieben drauf tun. Es fehlen also jetzt noch 15 bzw. 16 Diamantspitzhacken. Die muss ich mir mit unserem alten Villager, dem Rap Smith bzw. dem Toolsmith äh, ertraden, dass ich die habe. Ich will die erst dafür nicht ausgeben und ich würde zusätzlich gerne noch jedem Craft Attack Teilnehmer äh, zwei Diamanten in die Kiste tun, beziehungsweise vier. Wir schauen mal kurz, wie viel wir jetzt hier rausbekommen, und deswegen nehmen wir uns jetzt mal hier einfach die Dias, die wir uns zwar mit Josef erfarmt haben, aber das hier für ein schön weihnachtliches Ereignis ist, denke ich mal, ist es durchaus in Ordnung, wenn wir hier die einen oder anderen schon von abbauen. Gut, Fortune sollte ich in der Hand haben, dann äh, lasst uns mal schauen, wie viele wir rauskriegen. Ich glaube, irgendwie der Schnitt liegt durchschnittlich irgendwie so bei. 2 bis 3 Dias. Ich glaube, 8 Stück hatten wir jetzt gerade vorher im Inventar oder 7 Stück hatten wir gerade vorher im Inventar gehabt. Das heißt, wir sollten äh, jetzt doch ordentlich was rausbekommen. Und ja, 7 Stück hatten wir vorher gehabt. Das heißt, wir haben jetzt hier ein bisschen mehr als ein Stack Diamanten bekommen. Das ist doch schon mal ganz gut. Und ich würde sagen, wir haben 16 Kisten. Das heißt, wir teilen das mal hier auf 16 Slots auf und schauen mal, wie viele Diamanten dabei rumkommen. Ja, das ist auch ganz gut hier. Zack, vier für jeden. Das heißt, die hauen wir jetzt hier in die Kisten rein. Pro Kiste gibt es einen Slot. Das heißt, es sind jeweils immer zwei Dias pro Kiste. Und ich würde sagen, die tun wir jetzt einfach mal hier und hier jeweils rein. Und dann sind die Kisten, denke ich, schon mal ganz gut gefüllt. Das wird nachher nochmal spaßig werden, den ganzen Kram von A nach B zu schlören. Aber ich fülle jetzt hier erstmal den Rest mit den Dias Auf und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich noch mal bei der XP-Farm wieder, wenn wir uns die Spitzhacken ertradet haben und diese dann verzaubern. Alle Dia-Spitzhacken sind jetzt zusammen. Ich habe jetzt mal 16 Stück gemacht, damit wir auch die Bücher alle wirklich verwenden können, und ich habe mir eine Menge an Anvils mitgebracht, so dass wir jetzt hier loslegen können. Ich würde sagen, wir starten uns jetzt einfach immer eine Dia-Spitzhacke. Nehmen die drei Bücher, gucken mal, was die günstigere Kombination ist. Erstmal so hier. Das heißt, wir haben hier 3, 6, 6 plus 8 sind, jetzt habe ich es auch, 14. Das wäre die erste Möglichkeit, wie wir es verzaubern können. Da gucken wir uns mal die Nummer 2 an. Das heißt, wir verzaubern hier die Bücher. 5. Und zusammen sind das dann 9 plus 1. Tool sind es dann 13, okay. Das heißt, das ist die definitiv schlechtere Variante, die so zu kombinieren. Ich würde jetzt hingehen und einmal die ganzen Spitzhacken hier einmal verzaubern, so dass sie alle Unbreaking 3, Mending und Efficiency 5 haben. Und ich stehe hier schon ganz bewusst neben der XP-Farm, so dass das Ganze möglichst schnell geht. Die fertigen Spitzhacken tun wir dann mal alle hier vorne in die Kiste rein und legen dann jetzt einfach mal los und ich würde sagen, ich nehme das mal als Form kleine Zeitraffer auf, dass ihr auch sehen könnt, wie aufwendig sowas ist. Das ging doch jetzt recht flott. Ungefähr 10 Minuten hat das jetzt gedauert, hier die 16 Spitzhacken soweit fertig zu machen. Und damit können wir jetzt hier erstmal auch ein Haken hinter die Beschaffung der Weihnachtsgeschenke machen. Was jetzt noch auf der Liste steht, ist natürlich die Geschenke einmal rüber zu transportieren. Das werde ich gleich zu machen. Ein weihnachtliches. Oh oh. Weihnachtliches Texture Pack zu installieren, damit wir auch optisch gleich in die richtige Stimmung kommen. Und dann, wenn wir die Sachen einmal drüben haben, zeige ich euch einmal, wie das Ganze aussieht. Und wir werden dann auch nochmal zusammen hingehen und dann, gerade hier nochmal ein bisschen Schiss gehabt, hingehen und dann nochmal ein bisschen über das Jahr sprechen. Ich möchte mich nochmal bei euch bedanken für das wirklich super grandiose Jahr. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal hier hin bin hier noch bei uns in der alten Basis, wo wir gerade die ganzen Dierspitzhacken hergeholt haben und gehen dann gemeinsam rüber zum Weihnachtsbaum und läuten da mal das Weihnachtsfest hier in Craft Attack ein. Es ist vollbracht. Die Geschenke sind bis auf die Spitzhacke soweit einsortiert, beschriftet und hier schön auftrapiert, so dass man auch direkt sehen kann, für wen alles was dabei ist. Anscheinend sind wir auch die Ersten, die hier sind und ihr seht schon, ich habe ein wunderschönes Weihnachts-Texture-Pack bzw. eine Ergänzung zu meinem Texture-Pack drin, damit wir hier auch in Weihnachtsstimmung kommen. Der Tannebaum leuchtet hier jetzt schon schön und wir sehen, die Kekse wurden zu Lebkuchen. Der Pumpkin Pie wurde hier nochmal ein bisschen aufgepäppelt. Der Kuchen auch. Und so haben wir jetzt hier schon mal ein ganz schönes Weihnachtssetting, was mich persönlich sehr, sehr freut. Wir gehen jetzt hier zusammen einmal hin und nehmen jetzt die 15 schräge 16 Geschenke und tun die jeweils hier in die Mitte rein. Und dann haben wir glaube ich, ziemlich, ziemlich, ziemlich coole Geschenke hier für die Mitglieder fertig gemacht. Und ich hoffe, dass die sich da genauso drüber freuen, wie wir Freude hatten, hier diese zu erstellen. Ansonsten hatte ich es vorhin schon gesagt, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei jedem Einzelnen von euch bedanken. Und zwar war dieses Jahr doch... Wieder ein ganz besonderes Jahr für mich. Es hat super viel Spaß gemacht, den Rotsteinpark, die anderen Projekte am Anfang des Jahres mit euch verbringen zu dürfen, mit Josef verbringen zu dürfen und jetzt hier gerade zum Schluss zu Craft Attack. Auch in Zeiten von mehr und mehr Livestreams kann ich nur ein riesen, riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen nochmal loswerden, denn äh, dieses Jahr hat mir. Unglaublich viel bedeutet, hat super viel Spaß gemacht. Gerade die Livestreams ist eine neue Leidenschaft, die ich für mich absolut entdeckt habe. Und dafür möchte ich an der Stelle euch einfach nochmal Danke sagen. Danke schön, dass ihr das Jahr hier mit mir aktiv wart, mit mir verbracht habt, gestaltet habt. Das ist wie gesagt super, super, super nett. Und ich kann da nur ein riesengroßes Dankeschön an den Einzelnen, jeden Einzelnen von euch weitergeben. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Es wird jetzt zu Weihnachten, ihr werdet da die Tage im Video sehen, nochmal einige Livestreams geben. Zum Beispiel, wenn du jetzt gerade dieses Video siehst, wird es am Dezember, bzw. am Heiligabend, am 24. Dezember, noch einen Livestream geben von 12 bis 14, 14.30 Uhr, sodass wir gemeinsam nochmal in Weihnachtsstimmung kommen. Da wird es am Samstag einen Open-End-Stream geben und am Montag, den 28. am 9 Uhr, da gibt es auch nochmal ein separates Video zu, wird es dann einen 24-Stunden- bzw. einen 12- bis 24-Stunden-Stream geben, bei dem es ordentlich abgehen wird. Wir haben ganz viele besondere Sachen, wie ein Custom-Lego-Set, Adventure-Maps, äh, die Redstone World, die ihr mitspielen könnt, für euch vorbereitet und ich freue mich da jeden Einzelnen von euch sehen zu dürfen und dann auch nochmal Dankeschön für das Jahr so ein bisschen symbolisch an euch weitergeben zu können. Ansonsten soll es das jetzt für das Video gefallen, äh, gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin gespannt, wie die Teilnehmer hier auf das äh, Geschenke-Wir-War reagieren. Ich hoffe, dass sich die darüber freuen. Ihr könnt mich das ja mal wissen lassen, wenn einer von denen hier sein Geschenk ausgepackt hat. Und ich beende damit dann jetzt diese weihnachtliche Folge. Bitte euch, die Zeit mit der Familie trotz Corona, soweit es geht, zu genießen und äh, entspannt in die Zeit reinzugehen. Euch einfach mal ein bisschen zurückzulehnen und abzuschalten. Und äh, ich freue mich, euch dann die nächsten Tage zu weiteren Videos begrüßen zu dürfen. Ansonsten soll es das heute für die Folge gewesen sein. Ich sage besten Dank, euch ein schönes Weihnachtsfest. Bleibt gesund, genießt die Zeit mit Familie und Freunde und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute!